Kampfjets der USS Eisenhower im Persischen Golf. In nur 2 Sekunden werden sie von 0 auf 230 Stundenkilometer katapultiert, auf einer Strecke von nur 100 Metern. Die Hitze an Deck ist extrem. 55 Grad gefühlte Temperatur, mehr als 5000 Soldaten sind auf dem US-Flugzeugträger im Einsatz. Rund 80 Maschinen sind hier stationiert, die, wenn sie nicht im Einsatz sind, im Hangar gewartet werden, um dann in Richtung Irak oder Syrien aufzubrechen, im Kampf gegen den IS. Jeden Tag ca. 20 Kampfeinsätze. Die Flugzeuge sind bestückt mit 2 500-Kilo-Bomben. Vom Tower aus werden sämtliche Flugbewegungen koordiniert. Alles ist minutiös geplant, weil es, abgesehen von den 20 Kampfeinsätzen, noch Dutzende andere Flugbewegungen gibt.